Liebe Zuschauer, und der Mann, der jetzt zu uns kommt, der scheint auch sowas wie einen zweiten Frühling zu erleben. Er sieht fantastisch aus, er ist super drauf und hat tolle Musik mit dabei. Semino Rossi. Was, bitte was, bitte was? Sag mir, was hab ich falsch gemacht? Was, bitte was, fragt man sich tatsächlich bei Semino Rossi. Mit einer guten Nachricht nach der anderen hat das Jahr 2022 bravourös begonnen. Die beste Nachricht, Semino und seine Gabi sind nach 2 Jahren Trennung endlich wieder ein Paar. Seit dem 1. März sind sie zum zweiten Mal Großeltern geworden. Ich bin eine coole Opa. Auf der Verlustseite stehen sagenhafte 20 Kilo, die der Argentinier abgenommen hat. Für die Fans aber ist die wichtigste Nachricht, seit Mitte März ist sein neues Album da. So vom Glück verwöhnt war Semino Rossi nicht immer. Geboren wird er 1962 in Rosario. Als Sohn zweier Musiker lernt er schon mit 5 Gitarre und hat bald nur ein Ziel, ein Leben als Sänger. Mit 23 reist er nach Spanien, ohne Rückflugticket, ohne Geld. Als Straßenmusiker hält er sich über Wasser, er singt in Hotelbars in Italien, der Schweiz und in Österreich. Er beißt sich durch und lebt bescheiden. Und dann, endlich, findet er das ganz große Karriereglück. Auf einer Privatparty wird er entdeckt. Die Verkaufszahlen seines ersten Albums übertreffen alle Erwartungen. Du warst da, als ich dich brauchte. Seit 2004 kennt jeder Schlagerfan Semino Rossi. Der Frauenschwarm räumt alle deutschen Musikpreise ab und hat unzählige goldene und Platinplatten. Doch Semino selbst bleibt am Boden. Er macht heute wie damals mit derselben Ernsthaftigkeit Musik, will immer noch die Menschen mit seinen Liedern unterhalten. Bésame, bésame mucho. Der Erfolg des Argentiniers hat viele Gründe. Der entscheidende ist seine sanftweiche Stimme. Und die klingt so angenehm wie eine laue Sommernacht. Auf seinem neuen Album, seinem 12., stellt Semino erneut unter Beweis, er hat ein Händchen für die richtige Mischung und ein großes Herz für Musik. Und da ist er, Semino Rossi. Herzlich willkommen nochmal bei uns. Schön, dass du da bist. Danke für deine Liebe, bitte. Ist ja auch mal ganz schön, so seine Karriere, sein Leben mal so in 2-3 Minuten in Bildern vorbeirauschen zu sehen. Ehrlich, 2 Minuten, das ist gut gesagt. Das sind viele Jahre, was ich auf diesen Augenblick gewartet. Wenn ich denke, dass ich mit 23 Jahren hier gekommen bin in Europa und dann musste bis 41 Jahre warte, so 20 Jahre warte fast auf meinen Traum, diesen großen Traum, ja, dass ich wollte einmal ein Sänger werden. Fragst du dich selbst manchmal, wie du es geschafft hast, so lange an diesen Traum zu glauben? Ich glaube, das habe ich geglaubt, weil eine Innenstimme hat mich immer gesagt, dass irgendwann kommt dieser Augenblick. Manchmal liegt nicht in unsere Hände, manchmal sind Zufall, dass du Menschen treffen und manchmal ist nicht deine richtige Zeit und vielleicht musste so viele Jahre warten. Vielleicht, wenn ich diesen Erfolg bekommen hätte mit 22 Jahren, vielleicht hätte ich alles verloren und mit 41, das bist du vielleicht bewusst, wie wichtig es oder wie schwer war dieser Weg. Du weißt es sehr zu schätzen, das merkt man jedes Mal, wenn man dich trifft. Und wir und auch viele andere Kollegen kennen dich ja auch schon länger. Du warst immer sehr, sehr bodenständig, sehr dankbar für das, was dir das Leben jetzt, die Karriere geschenkt hat. Auf jeden Fall, ja. Und das hat sich nicht geändert. Jetzt gibt es gute Nachrichten, wir hatten da vorhin drüber gesprochen, das müssen wir jetzt unbedingt erzählen. Also erstmal zeige ich Ihnen nochmal das Album, liebe Zuschauer. Weil wenn Sie nämlich anrufen mit Ihrer persönlichen Frage an Semino Rossi, dann bekommen Sie, wenn Sie hier ins Studio gestellt werden, ein Exemplar als Belohnung. So, erstmal, man sieht es natürlich sofort, also du hast fast 20 Kilo abgenommen.
Sind da 18, 18, 18 Kilo. Ja. Das heißt, du weißt das ganz genau. Hast du dich eine Zeit lang jeden Tag auf die Waage gestellt? Oder? Fast jeden Tag auf die Waage gestellt. Weil ich habe mich nicht so gut gefühlt mit so viel Gewicht. Und ich habe gedacht, es ist Zeit, etwas zu machen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eine Diät zu machen. Eine Diät, ne? Wie eine Diät, so. Was hast du gemacht? Auf was hast du verzichtet? Ich verzichte auf viele Sachen. Und habe diese Intervallfaste gemacht. Ah, okay. Also das heißt immer 16 Stunden nichts essen? Nicht essen und 8 Stunden essen. Und machst du das immer noch oder hast du? Nein, jetzt ist vorbei. Das Sache ist vorbei. Ja. Ja, das ist aber, das haben viele gemacht. Ich kenne das aus dem Freundeskreis. Das heißt, du hast dann, wann hast du abends irgendwann nichts mehr gegessen und dann aufs Frühstück verzichtet und dann Nachmittag wieder? Oder? Genau, ich habe 17 Uhr die letzte Abend gemacht und dann am nächsten Tag um, glaube 9 oder so gefrühstückt. Habe ich schon viele Monate gemacht. So. Das war alles? Das hat so gut funktioniert? Ja, und das musst du schon die richtige Ernährung essen, dass das gut gesund ist. Und ein bisschen habe Spaziergang gemacht. Mhm. Also bewegen ist natürlich auch ein bisschen wichtig, Bewegung, ne? Ja, das ist auch total wichtig. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, das ist doch super geworden. Danke, danke dir. Also, danke. Dass es so bleibt, du fühlst dich jetzt besser offensichtlich, ich oder? Ich fühle mich schon besser, mindestens die Sakko sind nicht so eng so wie damals. Musstest du jetzt ganz viele neue Anzüge kaufen? Ein paar Sachen habe ich neu gekauft. So schlimm war es ja nicht, das klingt jetzt immer so blöd. Also ich habe dich nie irgendwie so als Schwergewicht empfunden. Ja, manchmal war es schon ein bisschen sehr, sehr schwer. Aber so hast du dich vielleicht gefühlt, schon, ne? Das ist ja mal. Ist okay, war okay, ja. Das neue Album, das scheint ja unter einem guten Stern zu stehen, muss ich sagen. Also du fühlst dich körperlich besser, du bist mit deiner Frau wieder zusammen, können wir auch gleich noch drüber sprechen. In welcher Stimmung ist das entstanden, die Lieder? Also hast du die bestimmt, da war ja auch noch die Zeit mit Corona, die uns natürlich alle negativ irgendwie mitgenommen hat. Ich glaube, die Liebe war immer der richtige Weg in meine Karriere. Ich glaube, ich habe auf diese Basis die Lieder gesucht, am Basis die Liebe. Und ich glaube, viel Publikum hat es sehr gut gefallen und auch mir gefällt und auch der Team, was mich begleitet seit vielen Jahren und diese Suche zum Lieden zu suchen. Ja, und dann, das heißt, bevor so ein Album entsteht, kommen Leute und schlagen dir Lieder vor und du suchst dann aus und probierst ein bisschen, welche passen zu dir? Nein, ich habe also nicht probiert, sie schicken zu einem Team, so wie Franzel, auch der Thorsten Prossmann ist meine Produzent und gemeinsam suchen wir die richtige Lieder, was für mich passen könnte. Und das war nicht so einfach, weil wir haben fast 400 Lieder bekommen. 400 Lieder, ist irre. Und von verschiedenen Autoren. Ja. Und dann war die große Wahl, das hat auch ein bisschen Zeit gedauert. Ja, klar. Und die ganze Zeit fast ein Jahr gedauert, weil ich habe zum Beispiel nach Hamburg geflogen und ich habe zum Beispiel 4 Titel gesungen, dann war wieder zwei Monate Pause und wieder ein paar Titel wieder gesungen und so hat ungefähr fast ein Jahr gedauert. Also von den 400 Liedern sind dann 14 übrig geblieben, die sind auf deinem Album zu hören und wir schauen mal rein in das aktuelle Video. Es geht gut aus, sie sind am Ende wieder zusammen. Ja. So ein bisschen parallel zu der Geschichte mit dir und deiner Frau, glaube ich, oder? Mhm. Vor 2 Jahren habt ihr euch getrennt, dann hatte das Lied irgendeine Bedeutung? Versuchen da die Leute vielleicht auch mal rein zu Ich weiß es nicht, bedeutet, ob jemand da etwas falsch gemacht hat. Ja. So geht das Lied und genau in diesem Video dreht, das wir in Sardegna gedreht haben. Und das Lied kann jeder von uns betrifft. Was Absolut. Bitte, was habe ich falsch gemacht? Jeder schon mal mitgemacht, wusste nicht genau, was war eigentlich das Problem, was war jetzt eigentlich los. Aber das war die tolle Nachricht, die vor ein paar Tagen dann überall zu lesen war. Das gibt es ja selten, muss man auch mal sagen, nach Trennungen, dass sich dann noch so einer langen Ehe dann Mann und Frau wieder zusammenraufen, so wie ihr beiden, du und deine Gabi, ihr habt euch wieder zusammengefunden. War das ein langer Prozess? Ich glaube, dass hat uns vielleicht wachsen lassen, dass wir ein bisschen zum Denken, und das war vielleicht eine wichtige Zeit, wo wir denken, was war die Probleme. Und vielleicht jetzt sind wir mehr bewusst, was wichtig in das Leben ist und hat uns wieder zusammengeführt, das Leben. Oft ist es ja so, dass man erstmal was
vermissen muss, ne, um es dann schätzen zu wissen. Manchmal ist es stimmt schon, ja. Wir haben direkt Anrufer, Semino, und zwar, da haben wir vorhin über deine Anzüge gesprochen, das hat vielleicht die Frau Nietzschella direkt zu ihrer Frage inspiriert. Hallo, wie kann man ihren Namen richtig aussprechen? Frau Nietzschella? Ja, ich bin dran. Sie haben es richtig ausgesprochen, ja, immer. Prima. Gut, bin ich aber froh. Ihre Frage bitte. Meine Frage wäre, wie viele Anzüge er im Schrank hat und wer ihn dafür berät und ob er manchmal Sehnsucht nach seiner Heimat Argentinien hat. Vielen Dank, bleiben Sie schön gesund und die CD bitte signieren, da würde ich mich ganz doll drüber freuen. Kriegen wir hin. Und alles Gute. Für Sie auch, Dankeschön, Frau Nietzschella. Also, wie viele Anzüge hast du im Schrank? Ich habe bestimmt so 10, 12 Anzüge, dass in der letzten Zeit immer wieder neue kaufen müsste, weil kommt neue Show oder neue Tour. Und ich glaube, das ist wichtig, ein bisschen manchmal, wenn ich in eine Tour gehe, lass mich eine Sakko machen extra für diese Tour oder für den Anlass, wo ich mich in diese Tour befinde. Zum Beispiel in der letzten Tour haben wir auch der Latino, wir haben auch eine Sakko auch so ein bisschen Latino gemacht. Aber du siehst immer sehr gut aus, muss man sagen, sehr gut gekleidet. Das ist ja also wichtig, heute auch, dein Anzug, hervorragend. Es hat Frau Nizia dann noch gefragt, hast du Sehnsucht nach Argentinien? Ich habe selbstverständlich Sehnsucht nach Argentinien. Das verbindet mich, meine Heimat, das bedeutet viel für mich. Und ich habe Familie und Mama und Freunde und das ist eine große Bedeutung für mich. Semino, wir haben noch die Frau Niemann, die hat auch eine Frage. Hallo Frau Niemann. Ja, hallo im Studio. Meine Frage an den Studiogast. Texten und komponieren Sie Kinderlieder? Oder singen Sie Ihren eigenen Enkeln die Lieder vor? Ja, berechtigt und gerne, Frau Niemann. Sie kriegen auch das Album als Dankeschön. Du hast ja jetzt noch 2 Enkelkinder sogar schon, ne? Genau, 2 Enkelkinder. Seit dem 1. April sind es jetzt 2. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Danke, danke. Das ist eine Sophia und hat den 1. März geboren. Ja. Genau der gleiche Tag, dass meine Mama in Argentinien. Meine Mama ist 87 geboren und genau an diesem Tag hat Sophie auf der Welt gekommen. Und spielst du für sie Musik manchmal für deine Enkel? Ich habe für Leonardo schon ein bisschen Gitarre gespielt. Oh. Und er liebt die Musik. Wir singen ein paar Sätze in Spanisch und Guantanamera und solche Sachen. Und er freut sich. Er liebt die Musik und er wird am 18. April 3 Jahre alt. Und ich merke, dass er gefällt schon der Musik. Da kann er auch bald mit Gitarre spielen anfangen. Du hast mit 5 angefangen, was ich gar nicht verstehe, wie das überhaupt gehen soll. Ein bisschen, so. Ich habe nicht so richtig. Hast du noch wahrscheinlich eher mit deinen Geschwister verprügelt? Als ein bisschen. ich meine, das ist schon toll, wenn man diese Fähigkeiten hat, so toll Gitarre spielen, so toll singen wie du, mit so viel Gefühl, jetzt nicht nur für seine Enkelkinder, natürlich auch für die Frauen. Du bist ein sehr romantischer Typ. Du kannst, also wie kaum ein anderer, über die Liebe singen, das wissen wir ja. Und deshalb, ich wollte dich mal fragen, kannst du mal einen Tipp, wenn man jetzt so einen romantischen Abend, wie man den musikalisch, also was würdest du für Musik spielen oder singen, um den entsprechend vorzubereiten? Es gibt schon schöne, wunderschöne romantische Lieder, das kann ich dich eine spielen. Bitte. Ja. Ich habe ja die Gitarre gesehen, die hast du zum Glück ja immer mit dabei. Da heißt der Lied heißt Perfidia. Und vielleicht. Wie heißt das? Ich muss mir das noch aufschreiben. Perfidia. Perfidia. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Perfidia. Wunderschön. Worum geht es da? Dass du findest, du suchst die Frau und das findest du, diese Frau, wo bist du? Sag, Mujer, wenn du mit Gott sprechen kannst, sag, dass ich dich vermisst. Und um das geht das Lied. Ja. Ach Gottchen, wie schön. Vielen, vielen Dank, Semino. Das war gerne, wieder. Ach, da werden jetzt wieder diverse Herzen davon geschmolzen sein. Das ist schon toll, oder? Das ist schon eine Gabe. Wann hast du das gemerkt? Wir haben sogar jetzt gerade gewitzelt. Mit 5 hast du angefangen, Gitarre zu spielen. Aber wann hast du gemerkt, dass das deine Leidenschaft ist? Die Musik liegt schon in der Familie. Die Mama spielt immer noch Klavier. Ja. Und der Papa hat immer Tango gesungen, nicht als Profi, schon als hobbymäßig. Und die Musik war immer zu Hause, als Hintergrund. Das war immer da. Und ich kann mich erinnern, dass der Nachbar sind auch gekommen zu uns, vielleicht einmal in der Woche. Und die Mama und Papa haben schon immer Lieder gesungen. Und dann kam für dich irgendwann, wir haben es ja gehört, nach langer, langer Zeit dann der große Schritt ins Showgeschäft. Und seitdem schwimmst du auf einer großen Erfolgswelle, bist in so vielen Fernsehsendungen zu Gast. Und überall hat man dich immer gerne mit dabei. Und das bringt mich auf eine Show, die wir uns gerne noch mal angucken möchten. Mhm. Wir fahren ja gerne mal so ein bisschen in der Zeit zurück. Und zwar jetzt in dem Fall ins Jahr 2007. Da warst du quasi Gast bei Verstehen Sie Spaß. Oh. Die Sendung, bei der gerne Leute auch mal reingelegt werden. In dem Fall warst du das Opfer. Es ging um eine Veranstaltung. Da sollte vor dir so ein italienischer Sänger auftreten. Also er gab sich erstmals als italienischer Sänger aus. Mhm. Ne, er war eigentlich auch da der Lockvogel. Und dann sehen wir jetzt aber gleich das Gespräch, was kurz vor seinem Auftritt stattfand, zwischen dir und ihm in deiner Garderobe. Und wir gucken mal, was dann passierte. Wir sind hier unter uns. Ja. Ja. Dann können wir ja ganz normal sprechen. Ja. Ja. Ich bin natürlich kein Italiener. Wunderbar. Ich bin ein Bayer. Ja. Ich glaube, ich habe dieses Musikbusiness schon durchschaut. Ein bisschen Amore da, ein bisschen. Das funktioniert. Francesco, alles gut. Das gibt's ja immer. Aber du bist auch kein Echter, oder? No, ich bin echt Argentinier. Wirklich? Nein, schon, ehrlich. Ich dachte mir, so ein schlauer Kerl. No, ich bin aus Argentinien, ehrlich. Und habe keinen Spaß. Das zieht bei den Frauen sehr gut. No, das ist, ich bin echt eine echte Argentinier. Ah. Deswegen wolltest du nicht mit mir. Aber warum? Ich habe mir gedacht, das funktioniert bei dir so gut. Das mache ich auch. Dein Amore ist so gut. Die Frauen, zack. Alle so, wow, Semino Rossi. Azzurro, Francesco kann das auch. Dann sagt sie mir, was sagen Sie von diesen Italienern? Ich sage, ich finde es super, alles gut. Das ist doch perfekt, es funktioniert. Jetzt kommt unser Francesco. Francesco di Caprio. Azzurro. Aber. Und jetzt singt unser Francesco genau die Lieder, die eigentlich gleich Semino Rossi singen wollte. Er singt meine Lieder. Ich sage mir Arschloch. No. Eine Nacht in der Zeit. So Text lernen. Das
in der Gegend ist ganz bekannt. Sind alle taub hier oder was? Na, wieso? Ist doch nicht schlecht. Eine Katastrophe. Ja, man kann es auch anders sehen. Du musst diese, auf diese Seite wegmachen. Ah, du kannst jetzt noch so drüber lachen, das finde ich herrlich. Das war schon ein Schock, weil er hatte ehrlich mit einer gebrochenen, so italienisch so gesprochen. Und ich habe ehrlich gedacht, dass er kommt aus Italien. Ich habe ihn nicht gekannt. Und ja. Auf einmal sagt er, das bin ich keine Italiener, das bin ich Deutsch. Aber ich habe gedacht, wenn für dich klappt, das kann ich auch bei mir klappen. Ich habe so total gelacht. Und dann das Publikum war total begeistert von ihm, haben die Blumen mitgebracht und ich habe gedacht, oh mein Gott, was für ein Mensch und wie kann das jetzt was so passieren? Wie war dein Auftritt dann selbst danach? Warst du da dann aufgeregt oder ging das überhaupt noch? Ich glaube, gesungen und er ist hinter mir gekommen, denn danach ist Elsner gekommen und hat mir gesagt, verstehe sie Spaß und das war eine tolle Abend in Bremen war. Das herrlich. Aber du hast es sehr, sehr sympathisch gemacht. Das kann ja auch mal nach hinten losgehen, weil du hast natürlich keine Ahnung, dass das von der Kamera gefilmt wird. Das war eine tolle Augenblick. Ehrlich. Ja. Das habe ich schon gelacht. Ehrlich. Auf jeden Fall. Also, wir hatten ja auch in dieser Sendung auch schon tolle Augenblicke mit dir. Immer wenn du kommst, machen wir irgendwas, machen vielleicht Musik zusammen. Wir haben auch schon Curling gespielt. Und ich erinnere mich immer noch sehr gerne daran, wie du hier ganz spontan auch wieder was gespielt hast mit deiner Gitarre. Und ich habe, glaube ich, einen Mülleimer von hinten geholt und habe drauf rumgetrommelt. Ja. Und das war schön. Das ist ein Stück Musikgeschichte, lieben Zuschauer. Ich zeige Ihnen noch mal. Ei, Wellen, Wellen. Ei, Wellen, Wellen. Ei, Wellen, Wellen. Yo te lo pido, amor, mi vida. Ei, Wellen, Wellen. Ei, Wellen, Wellen. Ei, Wellen, Wellen. Yo te lo pido, amor, mi vida. Ich hatte danach ja immer gehofft, dass du mich mal auf eine deiner Tourneen mitnimmst und nicht auf so mehreren Mülleimern spiele. Ja, aber ich habe gehört, dass du zu teuer bist. Deswegen habe ich dich nicht eingeladen. Ja, so Mülltrommler kriegt man nicht umsonst. No, da hat doch gut, hast du gut geklungen. Das hat Spaß gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht. Du gehst ja wieder jetzt auf die Bühne, es kann ja wieder losgehen. Ne? Ich glaube, es gibt mit Semino Rossi und Freunde viele, viele Termine. Genau, es sind viele Termine jetzt im April und auch ein Teil im Mai. Ja. Und danach am Ende des Jahres eine große Tour mit Band und Live-Musik. Und das freut mich, wieder mit dem Publikum zusammen zu sein. Das freut mich sehr. Apropos Live-Musik, gibt es jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs. Komm, machen wir noch mal drüber, machen oder? Machen wir, vamos. Ja, genau, nimm noch mal einen Schluck aus der Tasse. Und wir haben das Lied, ja, jetzt habe ich auf dich gewartet, so vorhin schon in Perfektion erlebt. Was bitte was von deinem aktuellen Album? Heute habe ich Zeit für dich. Wir spielen es allerdings als Samba. Samba, okay. Oder? Fiel mir Samba, so spontan Samba ein. So. Ich bin bereit. Okay. Was bitte was, bitte was? Sag mir, was hab ich falsch gemacht? Hab tausendmal nachgedacht, du kannst mir nichts erklären. Was, bitte was, bitte was, hast du dir nur dabei gedacht? Du warst meine Leidenschaft, mein allerhellster Stern. Komm noch mal, oder? Noch einmal? Ja. Was, bitte was, bitte was, hast du dir nur dabei gedacht? Du warst meine Leidenschaft, mein allerhellster Stern. Cha, cha, cha. Cha-cha-cha, super! Samba. Dankeschön, Semino! Vielen Dank, dankeschön. Herrlich, es ist immer so schön, wenn du da bist und wir dich hier erleben dürfen. Danke, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke für dein Love und Peter. Vielen Dank. Alles Gute für dieses Jahr, das gut angefangen hat für dich und ich hoffe, dass es genauso weitergeht. Ich hoffe auch und ich wünsche mir auch alles für alle Zuschauer, Gesundheit und das Leben weiter so geht. Dankeschön, Semino. Bis bald mal wieder hier bei uns im Studio. Du bist immer herzlich eingeladen. Danke dir.